Ja, Janik Bachmann, die nächste Heimspielwoche steht an mit dem Spiel gegen Hannover 96 am kommenden Samstag. Wir wollen aber noch mal kurz zurückblicken auf das Spiel in Heidenheim, 1:1. Wie sind so deine Eindrücke einen Tag nach dem Spiel? Wie bewertest du die Leistung und auch das Ergebnis? Ja, die Eindrücke sind dann ganz gut. Ich denke, die erste Halbzeit hatten wir 1-2 individuelle kleine Fehler, wo wir den Gegner auch aufgebaut haben. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann abgestellt und ja, nach dem Gegentor, was sehr unglücklich war mit dem Handspiel, sind wir auch gut zurückgekommen. Und ja, ich hatte die ganze Zeit die Hoffnung, dass wir noch ein Tor machen. Hatten auch noch 2-3 gute Gelegenheiten. Aber wie gesagt, ein Punkt in Heidenheim, die auch, ich glaube, die zweitbeste Heimmannschaft ist, oder drittbeste Heimmannschaft ist, mitzunehmen, ja. Es war das 5. Spiel in Folge, in dem wir gepunktet haben. 2 Siege, 3 Unentschieden. Ist ein kleiner Lauf, den wir da jetzt gestartet haben. Was macht diesen Lauf momentan aus? Was macht auch uns momentan aus, diese Stärke, die wir ja momentan auf den Platz bringen? Ja, ich denke, dass wir als Mannschaft noch mal enger zusammengerückt sind. Und ja, man sieht, glaube ich, auch die Neuen, die jetzt reinkommen, sind wie Dario und Tom, die das sehr gut machen, auch nochmal eine Stabilität der Mannschaft geben. Und ja, wir alle zusammen verteidigen, alle für alle Daten auf dem Platz. Und ich denke, das macht es momentan aus. Du selbst hast die letzten 5 Spiele 90 Minuten durchgespielt, hast generell nur eine Partie in dieser Saison verpasst, aufgrund einer Verletzung oder weil du krank ausgefallen warst. Wie bewertest du deine bisherige Saison und auch jetzt gerade die letzten Spiele bei dir persönlich? Ja, ich denke, war ein bisschen schwankende Saison, mal gute Spiele, dann mal wieder weniger gute Spiele dabei gewesen. Die letzten 5 Spiele bin ich eigentlich sehr zufrieden mit, also mit meinen Auftritten, aber auch die vom ganzen Team. Und ja, wie gesagt, darauf müssen wir drauf aufbauen. Ist ein bisschen eine neue Konstellation auch im Mittelfeld, so die letzten 5 Spiele. Wir haben so ein kleines Dreieck irgendwo im Zentrum mit Tom Tribul, mit dir, Erik Zenger jetzt zuletzt auch. Was macht dieses neue Konstrukt im Mittelfeld für dich aus, auch für dich persönlich, weil deine Position ja auch teilweise auch ein bisschen offensiver daherkommt? Ja, wie gesagt, also wir drei ergänzen uns, glaube ich, ganz gut auf dem Platz. Und, aber wie gesagt, ob da Rizzi oder Nils, die da auch da sind, das auch sehr gut machen. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt die Spiele gut gemacht. Und ich glaube, es ist dann auch immer schwer für den Trainer, da was zu ändern, wenn es läuft gerade. Ja, aber die anderen hinten dran weiter Druck machen und das hält uns gerade da, wo wir gerade sind. Also diese mannschaftliche Geschlossenheit, genau, die momentan einfach stimmt. Die brauchen auch gegen Hannover jetzt am Wochenende ein Spiel, ja, gegen deinen ehemaligen Verein. Du hast in Hannover auch eine Zeit gehabt, wissen vielleicht gar nicht so viele. Ja, vielleicht noch 2-3 Worte dazu. Du warst mal in Hannover. Ja, ich habe 2 Jahre in Hannover gelebt. Ich habe aber für die zweite Mannschaft gespielt. Für die erste war ich jetzt nicht im Einsatz, aber ja, ist eine Vergangenheit, die ich in Hannover habe. Aber wie gesagt, ich zu Hause sehr gerne 3 Punkte mitnehmen will gegen Hannover, die aber momentan auch einen sehr guten Lauf haben. Ich glaube, die haben aus den letzten 3 Spielen 7 Punkte geholt. Ja, und da geht es auch erstmal was gegenzusetzen. Hinspiel ist ja noch eine gute Erinnerung. Ja. Einfach daran anknüpfen. Ja, natürlich. Also so ein 1-0 zu Hause wird mir reichen, auf jeden Fall. Alles klar. Oh, sorry. 2-1 haben wir gewonnen. Ja, wir sind ein bisschen. 2-1 ging es aus. Sorry. Genau, im Hinspiel 2-1 gewonnen. Ja. Ja. Irgendwie 1-0 oder 2-1, Hauptsache, wir holen einen Heimsieg.